Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War Ragnarök. So, meine lieben Friends, wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euren mega Support des ganzen Projektes. Und ich würde sagen, let's go. Hoch hinaus. Also ich glaube, es steht uns ein Bosskampf bevor, aber die Tür schließen. Ich mach schon. Ich weiß es ja nicht genau, ne? Das ist wahrscheinlich ein Kessel. Ja. Wenn es denn geht. Hey, hilf mir mal. Der ist schwerer, als er aussieht. Ja, ist ja gut. Genug geheult. Du wirst gleich alles vergessen. Sie will ihn töten. Nein. Der arme Baufi. Das geht uns schon viel zu lang. Sie ist krank. Weißt du, du solltest mir danken. Was braucht ein Körper eine Seele? Die sorgt nur für Schmerz. Da bin ich fast neidisch. Aber nur fast. Ohne den hat sie keinen Nutzen für die Seele. Ich lenk sie ab. Du befreist den Wolf. Okay. Dann zerbrechen wir den Kessel. Sicher? Hört seinen Plan an. Aber anders geht es nicht. Los. Was? Großmutter! Ich sagte doch, du sollst nie wiederkommen. Das stimmt. Guck mich an. So viele Dinge habe ich vergessen. Doch du wehrst dich dagegen! Es muss aber nicht sein! Wolfi, wir kommen! Wenn Ragnarök wirklich kommt, wollen wir uns dem nicht gemeinsam stellen? Otto ist Schicksal, je gut gewesen. Bald Schicksal, dass seine Mutter so früh geht. War die närrische Hochzeit deines Vaters etwa Schicksal? Ich werde dich nicht aufgeben! Oh! Oh! Oh. Shit! Du hast einen Freund mitgebracht! Loki! Loki? Lass ihn los! Autsch! Okay. LOL! Was soll man dagegen machen? Raus aus meinem Haus! Folge mir! Hier lang! Ganz genau! Lauft! Hier hoch! Da geht es zurück in ihre Küche. Zurück? Wo bist du? Willst du wirklich dahin zurück? Ich sagte doch, wir müssen ja nicht hören. Na klar. Nicht leichter als gegen einen aggressiven Riesen zu spielen. Zu kämpfen. Wo bist du hin? Hä? Versteckst du dich? Du hättest lieber bei deinen Gemälden bleiben sollen. Okay. Okay, 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 okay. Sofort weg da! Boah. Was für eine Schelle. Streiter aller Götter, in meinem bescheidenen Heim. Willst du etwas Spaß haben, bevor dein Vater krepiert? Hm? Red nicht über meinen Vater. Zolting Kupter. Okay. Du wirst ein guter Stallbursche für Odin. Halt's Maul! Er wird bestimmt ein so guter Vater, dass du deinen alten in Nu vergessen wirst. Halt's Maul! Zolting Kupter. Ah, man muss den. Oh mein Gott! Greif den Kessel an! Wieso bist du überhaupt hier? Ach, wenn wir den Kessel angreifen. Geh weg! Lagerhand unten dir! Schnell runter vom Boden! Okay.
Ihr seid jämmerliche Riesen, alle beide. Da drüben ist eine Kerze. Wenn ich die treffe, betäube ich sie vielleicht. Brisandi, Lönnsen. Verschämt mich, mit dir verwandt zu sein. Das meinst du nicht so. Brennerbein. Komm mal her. Los, weg von mir. Was hat es denn mit der Kerze auf sich? Niemand zerstört ihn. Angriff oder, pass auf! Geh da runter! Warum willst du mich unbedingt verletzen, Mädchen? Ich hab dir doch nichts getan. Du kannst nicht weiter Seelen stehlen. Das sind nur Tiere. Betäubt? Was hab ich euch denn getan? Schieß drauf, bevor du getroffen wirst. Das sollte ihre Magie bannen. Lass mich in Ruhe! Alter. Lagerhand. Das ist alles, was ich habe. Oh oh. Ich muss jetzt schnell hoch. Hier oben war Heilung, ne? Oh, okay. Hä? Was denn nun? Okay. Okay. Oh, kämpfen. Durchhalten. Halten. Oh. Nein. Was hast du getan? Dich gerettet. Hätte ich dich nur an die Wölfe verfüttert, nachdem ich dich aus deiner Mutter geholt habe. Hau ab! Nein. Meinst du, du hättest hier etwas erreicht, Enkelin? Du bist ein Nichts. Und niemand wird sich je an dich erinnern. Nicht einmal Loki. Du wirst nur ein vergessenes Kapitel in seiner Geschichte sein. Er wird damit beschäftigt sein, um seinen Vater zu trauern. Sehe ich dich nochmal? Wirst du wünschen, du wärst tot wie deine Eltern? Glaubst du wirklich, wir sollten sie hier lassen? Was, wenn sie rauskommt und... Sie ließ mir immer Essen da. Oh je. Was? Sie sagte, dass ich ihr egal wäre, aber...
Manchmal wachte ich auf und es lag ein Laib Brot direkt neben dem Feuer. So gebacken, wie sie es immer getan hat. Sie ist kein Monster, weißt du? Sie ist verloren. Wollen wir gehen? Okay. Du solltest zurückgehen. Du warst länger weg, als du dachtest. Angra Boda. Schon gut. Es war schon lange abzusehen. Wir sind zurück, sobald wir den Pass hinter uns haben. Also dann, wer 2 von 3 gewinnt? Atreus. Wettrennen, komm! Er will sie aufmuntern. Gib einfach zu, dass du eine Revanche willst. Will das? Das letzte Mal habe ich gewonnen. Das war doch unentschieden. Ziemlich sicher nicht. Moment mal kurz. Okay. Dann zeig es mir. 1, 2, 3, los! Gut. Kommst du oder nicht? Los, los, los! Ein Fuchs? Das wirst du nicht! Wow! Achtung, nice. Kurve! Ich verstehe leider kein einziges Wort! Dieses Feld duftet so unglaublich! Ich schätze, so kannst du viel besser riechen! Lass dich nicht ablenken! Natürlich! Ach, du wirst doch nicht etwa jetzt schon müde, oder? Ganz bestimmt nicht. Hopp. Wow. Lässt du dich etwa wieder von mir schlagen? Wow. Oh, shit. Holy moly. Ja, easy. Das glaube ich kaum. Fast geschafft. Ist viel zu schnell, ja? Ich musste mich richtig anstrengen. Anstrengen? Der magische Fuchs ist für dich gerannt. Loki, Atreus, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich so zu dir war. Mir auch. Okay. Also, ich schätze, du bist bereit, nach Hause zu gehen. Komm zum Schrein, wenn du bereit bist. Ja, wir sind bereit. Muss ich denn gehen? Nur wenn du auch willst. Deine... Glaubst du es immer noch nicht, oder? Schwierig zu glauben. Ich kann nicht. Du hältst mich für albern. Ich glaube, du liebst deinen Vater so sehr, dass du dir nicht vorstellen willst, dass er verletzt wird. Komm her. Ich muss dir etwas zeigen. Lofey? Meine Mutter? Ich wünschte, sie wäre nicht leer. Aber... ich weiß, wie es ist, Eltern zu verlieren. Alle beide. Deine Mutter mag tot sein, aber dein Vater... ihr habt noch Zeit. Okay. Für den Abschied. Ich weiß, was du sagen willst. Und weiß es zu schätzen. Wirklich. Aber
Keine Ahnung. Wir müssen doch mehr sein als Geschichten, deren Ende schon feststeht. Was wird jetzt mit dir? Ich weiß nicht. Wie gesagt, sobald du weg bist, ist mein Teil erledigt. Also, bleib ruhig noch. Oh je. Ich glaube, du entscheidest, wo dein Teil endet. Was wirst du nun tun? Keine Ahnung. Aber ich kann nicht zusehen, wie mein Vater stirbt. Ich muss zurück. Ist gut. Die Sterne hier sind anders. Nein. Du bist es. Ich werde dich wiedersehen. Klar. Also gut. Schließ die Augen und halt die fest. Du darfst sie nicht verlieren. Daheim. Okay. Denk daran. Wiederhol es. Daheim. 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 So? Oh, shit. Ohne Tschüss zu sagen oder anders. Anderes daheim, anderes daheim, anderes daheim. Okay, liebe Leute, das war es auf jeden Fall an der Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Supportet das Projekt weiterhin, das würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.